Liebe Schwestern und Brüder, es ist genau dieses Evangelium, das damals in Koma in Ägypten erklungen ist, das Antonius hört und dann geht er los. Er kann nicht mehr anders, als dieses Evangelium zu tun. Was will er eigentlich? Wenn wir ihn heute feiern, den Mönchsvater, wie das Gebet der Messe sagt, oder wie die Mönche sagen, Antonius der Große. Was ist groß an ihm? Wenn wir heute nach Größe fragen, auch manchmal in der Kirche, dann zählt offenbar das, dass jemand ein besonders kreativer Kopf ist. Und auch wenn man es nicht mehr hören kann, dann wird gefeiert, dass man irgendwie die Zeichen der Zeit erkennt. Ja, so etwas Ähnliches ist angeklungen in unserem Eingangslied von Peter Gerloff über den heiligen Antonius. Während die Kirche oder zur gleichen Zeit, wo sie sich etabliert und aus der Verfolgung heraustritt, zumindest aus der großflächigen Verfolgung, und damit auch an Elan und Überzeugungskraft verliert, wirkt Gottes Geist ein neues Feuer. Aber ist das wirklich so neu, was Antonius hier tut? Wenn man ihm das gesagt hätte, oh, Antonius, du bist ein kreativer Typ. Du bringst wirklich was Neues in die Kirche. Ich denke, er hätte es nicht verstanden. Er hätte fassungslos den Kopf geschüttelt und sich noch weiter in seine Wüste zurückgezogen. Was will er dann? Was ist denn das, was ihn groß macht? Und was seither alle in seiner Spur groß macht, die denn wirklich dieser Spur, die Antonius geht, folgen? Es ist nicht das Neue. Es ist nicht die Kreativität, sondern es ist die Vita Apostolica. Und auch die Apostel erfinden ja nicht einfach etwas Neues. Was tun sie? Sie leben das, was sie von Jesus gehört haben, was sie mit ihm erfahren haben. Wie es der erste Johannesbrief sagt, was wir gehört und gesehen haben, was wir mit den Händen betastet haben, das verkünden wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt und durch uns mit Gott, dem Vater. So sagt es der erste Johannesbrief. Das, liebe Schwestern und Brüder, ist zu allen Zeiten der Kirche das Große. Nichts Neues. Nicht Zeichen der Zeit, nicht die Kreativität. Wir brauchen keine Werbeagenturen, die uns neue Ideen verschreiben, wie auf einem Rezeptblock. Das ist die Spur, die durch die Zeit geht und die immer überzeugend war, die immer Menschen, vor allen Dingen Junge, begeistert hat. Antonius hört das Evangelium und er will leben wie die Apostel. Er will nach dem Wort Jesu leben. Was macht er? Athanasius der Große schreibt es uns auf in seiner Vita des heiligen Antonius. Er geht zu manch komischen Gestalten, die schon in der Wüste hocken, die dort versuchen, das Evangelium zu leben, die auch von diesem Feuer des Evangeliums gepackt sind und eine ganz ungewöhnliche Art und Weise des Lebens haben. Das macht aber nichts. Das versteht doch zunächst keiner richtig. Wir kennen auch diese Leute gar nicht mit Namen. Aber Athanasius schreibt, wie eine Biene geht er in die Wüste, an die einsamen Orte, wo diese komischen Typen sitzen und sammelt ihre Erfahrung und schaut sich das Beste von ihnen ab. Und dann lebt er es. Es ist ein langer Weg, den er beginnt. Das gesamte Mönchtum führt sich auf ihn zurück, aber es bleibt dabei nicht stehen. Wenn ein Benedikt in seiner Regel all die vielen Erfahrungen auch des Ostens sammelt, die des Johannes Cassian, die eines Basilius, die eines Pachomius, die eines Antonius, dann sagt er am Ende seiner Regel nicht aus einer falschen Demut heraus, sondern weil er weiß, was die Spur ist, in der wir zu gehen haben. Es gibt sicher Leute, die das besser können als das, was ich hier aufgeschrieben habe. Das hier ist etwas für Anfänger, eine Regel für Anfänger, sagt er. Wir müssen immer in der Tradition der Väter stehen. Das, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir über Erneuerung der Kirche reden, über Reform der Kirche, muss das Kriterium sein.
Das ist unsere Krankheit heute und unsere Schwäche, dass wir dieser Tradition der Väter nicht mehr vertrauen. Wir sagen, ach, wer kann denn sowas leben? Das waren so komische Typen in Oberägypten, oder die Apostel waren dann eben auch komische Typen, die irgendwo im Römischen Reich herumgegeistert sind. Das ist ja voll, wir haben ja heute vollkommen andere Herausforderungen. Ja, ist es wahr? Wir haben andere Herausforderungen? Ist der Mensch anders geworden mit seinen Versuchungen, die man gerade bei Antonius rauf und runter ablesen kann? Die Versuchung seiner Gier nach Besitz, nach Sein und Haben wollen, die sexuellen Versuchungen, sind die anders? Wir sollten uns nichts vormachen. Es ist der gleiche Mensch, von dem wir reden. Und deshalb ist es die gleiche Spur, die führt zum Ziel. Es ist die Spur Jesu, der Apostel, der Väter und Mütter der Wüste, der Mönche und Nonnen. Es ist derer, die Spur derer, die das Evangelium gelebt haben. Das meinen wir, wenn wir sagen, in der Kirche. Die Kirche lebt aus Schrift und Tradition. Diese Spur, sie hat feste Wurzeln. Sie führt immer in die Zukunft. Sie ist immer sicher, weil sie immer hin zu Gott führt.